Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, wie immer, dass es euch gut geht. Und ja, heute gibt es mal Forge Your Pass. Und zwar ist das Ganze aus der letzten Preseason. Ihr rollt hier quasi und dann ist ein bisschen so ähnlich wie Iron Bravery, sind wir ehrlich. Aber nicht ganz so trolllastig. Und wir bekommen einen Champion, eine Keystone, einen Secondary Pass und eine Position, wo wir das Ganze spielen sollen. Hier Position. Wir drücken hier einfach mal drauf und gucken, was uns erwartet. Exalted. Einen Victor mit Electrocute, Secondary Pass, was ist das? Precision im Jungle. Victor wurde ja auch gebufft, meine Freunde. Also warum? Eigentlich nicht. Ich würde sagen, probieren wir das Ganze auch einfach mal aus. Let's go. So, da sind wir auch schon direkt ins Game reingesprungen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie funktioniert Victor im Jungle? Was skillen wir? Und was bauen wir? Das sind die ganzen Fragen, die wir haben. Ich habe mir mal die AD-Machete gekauft, denn ja, Victor hat ein paar AOE-Spells, aber ich denke, gerade am Anfang werden wir erstmal mit der Q starten und wahrscheinlich gar nicht so viel jungeln. Ich denke, ich werde versuchen, einen flotten Early Clear auf die Buffs raufzukriegen und dann vielleicht zu ganken. Das hier ist übrigens ein Rank natürlich, ne? Wir wollen absolut tryharden. Die große Frage, die allergrößte Frage, die ich mir wirklich stelle, ist, bauen wir vielleicht sogar AD? Ich habe seine Scalings gerade ganz fix abgecheckt und Victor verursacht tatsächlich mit seiner Q AD-Schaden. 100%, also beziehungsweise scaled rein. Es ist magischer Schaden, aber da, achso, das ist 100%, weil es ein Auto-Attack ist. Das macht Sinn. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ne? Wir Auto-Attacken ja. Das sind die 100%. Das heißt, ja, wir müssen mal gucken, wie wir das machen. Was wir dafür versprechen, wir haben ein bisschen AP-Damage im Team und es vielleicht, ja, ich meine, ja, wir können mal gucken, Leute. Ich würde sagen, wir gucken mal einfach. Wir machen mal Q, zack. Und ich meine, auf AD zu bauen wäre bestimmt lustig. Ich meine, die haben sau viele Tanks. Da mache ich als AP-Champion wahrscheinlich sehr, sehr wenig Schaden drin. Aber ist okay. Wir nehmen jetzt erstmal die hier. Ich glaube, wir würden gleich versuchen, noch fix die Golems zu nehmen. Falls das denn funktioniert. Wir smiten den Boy mal. Na, da ist schon einer gestorben. Zack. So. Ich weiß nicht, ob wir die Golems schaffen, Leute. Ich weiß es nicht. Wir werden es probieren, aber es wird ein absoluter Kampf werden. Let's fucking go. So, hier die Q drauf. Gekited. Auto-Attack. Laufen. Auto-Attack. Laufen. Auto-Attack. Hier noch ein Auto-Attack drauf, damit wir hier, ne? So, wir müssen das Smite abwarten, Leute. Okay, jetzt wird's hart. 4 Sekunden, Leute. Auto-Attack. Auto-Attack. Smite. Und hier, jetzt kiten. Oh, Mann. Laser. Let me go. Das ist halt wie so ein Endboss quasi. Holy shit. Aber Leute, wir kommen voran. Wir schaffen's. Vielleicht wäre das andere Jungle-Item auch besser gewesen. Man weiß es nicht. Es gibt viele Dinge, die man weiß. Dieses weiß man nicht tatsächlich. So, wir gehen mal für einen Quickshop. Das ist quasi im Jungle Guide mit drin. Der, der viktorianische Quickshop. Der ist auch in der History immer noch verankert. Die Frage ist, gut. Brauchen wir die W? Ich würde sagen, nein. Und was maxen wir? Also wenn wir jetzt wirklich für Jungle, ist halt die Frage. Ich hätte schon Bock, ein bisschen auf AD zu bauen, aber okay, wir haben AP-Damage, AD-Damage, AD-Damage. Eigentlich haben wir genug AD-Damage, wenn wir ehrlich sind. Ich könnte auf AP gehen. Allerdings ist er ein Galio. Er wird Tank gehen und er wird Tank gehen. Gegen Tanks ist meistens AD besser als AP. Wir könnten auch hybridmäßig spielen. Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir gucken einfach erstmal, wie es läuft und dann schauen wir mal. Ne? Oh, hier ist der Roy Dini hier. Der will ja Stress machen. Allerdings gankt der jetzt, Brudi. Oh! Er hat ihn da gekillt. Okay, er lebt. Das ist gut. So, jetzt gehen wir für einen Gank, Leute. Wir gehen jetzt schön für einen schönen Level 3 Gank. Na, er hat ein bisschen mehr CS, aber der wird noch sehen. Wie sieht's hier oben? Top Lane potenziell, aber Shen, ey, Bruder. Ah, shit, ist er zur Bot 2 gegangen? Wahrscheinlich. Hier, mal eben kurz ein bisschen XP klauen. Ja, ich kreuze einfach nur. Guten Tag, ich bin ein alter Mann mit dem Stock. Ja, den nehme ich auch noch mit, die XP. Der ist wahrscheinlich weg. Aber wenn der weg ist, dann nehme ich ihm seine Golems weg. Oh, er lebt noch. Das ist das Gute, Leute. Oft denken die Gegner, dass du den gemacht hättest. Da hast du ihn auch gar nicht gemacht. Und deswegen gehen sie gar nicht erst dahin. Na, sie gehen davon aus, ja, der Victor wird den eh schon gemacht haben. Ich habe den oberen, er macht den unteren. Aber nee, nee, nee. Und darauf geht nämlich auch meine viktorianische Spielweise. Darauf baut sie quasi, dass du ein paar Predictions machst. So, die W brauchen wir gar nicht. Deswegen skillen wir die Q. Jetzt ist die Frage, ich würde super gerne ganken. Wir machen den Quick Loan Sword. Gucken einmal hier über die Wand. Guck mal, hier ist sogar noch was. Und dann können wir nämlich gleich die Botlane ganken. Oder wir ganken jetzt die Botlane. Guck mal, wir sneaken hier vorbei mit unserem alten Stab. Ne, wir laufen hier ganz gemächlich. Ja, moin, ja, moin, ja, moin. Und jetzt kommt der Gank. Jetzt kommt der Gank. Jetzt kommt der Gank. Leute, go. 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 Nautilus, go. Du musst nur irgendwas machen. Ah, nee, das war... Ich würde sagen, wir gehen für den Boy. Laser.
Auto-Tag. Komm. Ah. Komm, jetzt ein Anker. Ja, das ist auch nicht schlecht. Fre. Ich glaube, mit keinem anderen Jungler als... Hier. Ja, nee, ja. Ja, ich habe noch so ein... Fre. Ja. Sakramai. Viktorianische Jungle-weise Broken Meta New Build. Ich behaupte ganz forsch jetzt, das hätte mit keinem anderen Jungler außer mit Viktor funktioniert. Und genauso wie das jetzt hier funktionieren wird. Folgendes, ihr macht E into Auto-Tech into Q, Auto-Tech, Smite, laufen, Q, Auto-Tech, Laser, Shit. Okay, ich wollte eh shoppen gehen. Verdammt, ich glaube, den hätte ich sogar wirklich geschafft. Brudi, mach keinen Fass auf jetzt, danke. Frage ist, welche Machete kaufen wir? Die rote wäre gar nicht so schlecht, die blaue wäre aber... die blaue wäre gut zum... Ne, komm, Leute, es muss knöllen. Wir machen Auto-Tags, machen wir. So. Jetzt ist natürlich die Frage, was bauen wir? Ja, komm, dann machen wir jetzt... Na, ich könnte jetzt was Trolliges bauen. Aber dann gehen wir jetzt den AP-Viktor mit etablieren. Ne? Denn die Meta etablieren nennt sich auch Metablieren. Ich meine, er wird eh Full Damage gehen, erstmal. Er wird also quasi aus Papier sein. Und er geht auch Full Damage. Also, ne? Runde 2. Guter Freund. Guck, jetzt warten wir, bis wir Damage kriegen. Und jetzt machen wir die Q. Während unser... Ja, nee, das ist perfekt. Das ist genau so, wie man es macht. So, die Frage ist, wo ganken wir? Botlane? Möglicherweise. Zack. Bre. Jetzt nehmen wir uns noch eben schnell den Buff hier. Bre. Achso, ich habe auch noch meinen Core hier übrigens. Den muss ich auch upgraden. Das wäre sogar super krass für den Jungle Clear. Aber Bruder. Ich glaube, erstmal wäre das Jungle Item besser. Bin mir aber unsicher. Und zweitens, ich habe gar kein Geld. Also gar kein Geld. Also gerade hatte ich ein bisschen Geld, aber... Ja, ich weiß ja nicht, Leute. Wir gehen einfach ganken, dann haben wir Geld. Ich denke, das ist ein guter... Aber wir müssen im Dreadbuff holen. Bei der viktorianischen Spielweise ist... alles, was kein Damage macht, wird nicht geskillt. Deswegen, wofür braucht man den Cage, Leute? Macht kein Damage. Hier, noch ein Punkt in die Q, weil... wer sich mehr schildet, bekommt auch weniger Schaden. Das ist meine Logik. Ich würde ja hier für ein... Guck mal, das ist doch ein Bait. Komm, der lohnt's. Oh, ich wollte. Ja, aber okay. Gut. Er hat ein DC oder so. Das ist okay. Hier, das Ward. Keine Zeit für. Ich muss meinen Red Buff snacken. Toplane ist leider tot, aber das sieht potenziell noch aus. So, gönnen wir uns den. Einmal reingegönnt. Guck mal hier, Leute. Wie der Jungle Clear. Der ist doch. Ne, wie wir durch den Jungle majestätisch fliegen, quasi, kann man schon sagen. Gut, so, das heißt, wir gucken jetzt mal, ob Taunty da ist. Ach, der Gragas war der Jungler, stimmt. Das war gar nicht der Midlaner. Oder ist der tilted? Nee, glaube ich nicht. Meint ihr, der ist tilted? Glaube ich nicht. Aber Kassadin 3-1 ist nicht verkehrt, Leute. Leute. So. Guck mal, jetzt haben wir den auch. Wir könnten jetzt direkt, wir gehen jetzt für den Sneak Top Lane. Sofort, Gang. Wave pusht hier. Oh, ich weiß gar nicht. Ja, die sollte, glaube ich, zu Garen pushen. Er wird jetzt, Leute, ich werde euch sagen, er wird jetzt sofort da reingehen und drehen. Und deswegen funktioniert mein Gang jetzt leider nicht. Na, er hätte klug wäre gewesen. Aber er ist halt Raphael 1302. Was soll ich da sagen? Aber er hätte halt zu sich pushen lassen können, hätte ich da ganken können. Deren Midlaner fehlt. Oh, hier. Also. Frage ist, will ich das fighten? Ich glaube, weiß ich nicht. Hier ist ein Smite Auto-Tech. Leute, help. Hier ist Ult, Schild, Q. Und jetzt laufen. Bleibt die Ult an ihm dran, ist die große Frage. Shit. Aber meine Ult ist noch da. Sie macht noch Damage. Sie carry das Ganze. Okay, jetzt ist sie weg. Shit. Ja, da hat er mich ein bisschen über... Oh! Das ist aber nicht schlecht. Da hat er mich ein bisschen überrascht. Sind wir ehrlich. Oh, er kommt weg. Shit, die kommen beide weg? Och, come on. So, entweder das oder das Jungle Light. Den Core. Nee, ich würde sagen, wir machen erstmal das. Das hat ja einen ähnlichen Effekt wie das, wie der Laserstab. Und als nächstes graden wir den Laserstab auf. Kostet der erste nicht sogar 1,250? 1,150 sogar. Guck mal an. Und jetzt können wir aber richtig, also vorher sind wir geflogen, jetzt gehen wir in Lichtgeschwindigkeit durch den Jungle, Leute. Schaut es euch an. E, Ult-Tech, Q. Und jetzt 8 Sekunden warten. Also bitte, Leute. Wenn das nichts ist, dann weiß ich es auch nicht. Aber wir können sogar im Weglaufen E. So, hier ist auf jeden Fall viel Action. Ich wäre da, aber ich glaube, bis ich da bin, ist die Action vorbei. Aber dann können wir vielleicht hier die Midlane farmen. Ich pressure die Mitte ein bisschen durch, ne? Man will ja keine Ressourcen verschwenden. So, guck mal, das Galio. Mit dem habe ich noch ein Bill offen. Eine Rechnung offen.
Redpuff wird wahrscheinlich nicht da sein. Erddrake ist auch uninteressant. Der gibt nur 25. Ne, gibt der nicht sogar mittlerweile mehr Gold? 50 oder so? Die machen Drake, ich mach Golems. Ich finde den Plan äußerst gut. Guck mal, wir machen auch einfach den. Zack. Schön. Oh, lol. Jetzt machen wir noch einen Punkt in Q. Hätte er schon ein bisschen Bock auf AD, Victor. Aber ich glaube, wenn wir AD Victor spielen. Guck mal, jetzt machen wir so. Zack. 100 Gold. Bei AD Victor ist das Problem einfach, dass wir kein. Jungle Clear haben, oder? Was denkt. Oh, guck mal hier. Man kann sogar das hier. Ne? Einfach rüberlunden. Zack. Einmal rüber gelasert. Ich könnte da ultimatisieren, aber. Wir können aber auch einfach immer hier stehen und so machen. Pssst. Leute, Leute, ich baite, Leute, bait. Leute, hier, ich hab gebaitet, go jetzt. Leute, hier, guck mal, ich mach gut Jump. Weißt du, die Jugend von heute weiß auch keine Baits mehr zu verstehen. Okay, dann machen wir den hier. Zack. Was soll man denn machen bei heutiger? Alles Kulturbanausen. You guys are culture Banauses. So sagt man es, glaube ich, auf Englisch. So, okay, ich komme. Guck, jetzt brauche ich Hilfe. Gerade war ich da, jetzt brauche ich Hilfe. Ja, nee, also, nee, ich meine, Gleiches für Gleiches. Er weiß, er merkt jetzt mal, wie das ist. Aber ich würde trotzdem so machen. Later. Ne, also ich mache quasi, man sagt ja Auge zu Auge, Nautilus für Lucian. Ne? So. Zack, jetzt machen wir hier den Boy. Komm, wir sind 3-1. Aber Leute, wir bauen in dem Spiel noch irgendwas, was ab. Anders. Ich meine, wir haben einen Jungle-Item, was soll ich sagen? Aber irgendwas Verrücktes. Versteht ihr, was ich meine? So. So. Vielleicht bauen wir gleich einfach nur einen King. Vielleicht gehen wir einfach AP und AD. Na, Ginsos Rageblade. Ja, wir gucken mal. Wir schauen mal, Leute. So, wir brauchen auf jeden Fall CDR. Das ist ganz wichtig. Auf CDR sehe ich mich komplett. Slowen nicht unsere Auto-Tags jetzt, wenn wir die W später manipulieren? Ich glaube, ich habe das bisher noch nicht verstanden. Ich glaube, alles laut. Le Abilita, no Peri. Achso, nur Abilita. Aber ist ja okay, das reicht. So. Jetzt machen wir den Stab auf 2. Wir könnten auch da noch einen Q-Punkt reinmachen. Aber ich glaube, ne, wenn wir jetzt einen Punkt in die E machen, dann. Also wir. Ne, unser Jungle Clear. Not from this world. So. Da, da. Da, 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 da. Guck, jetzt machen wir eine E. Ja, okay, ich muss das mit der E ein bisschen anders machen, weil das da unten getroffen hat und die waren schon alle längst da raus. Aber es ist okay. Na, ja, und dann lauft ihr weg, macht so. Zack. Macht hier ein Auto-Tag, Pot rein. Auto-Tag, Q. Auto-Tag, 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 Q. Auto-Tag, E. Laufen. Auto-Tag und smiten, weil ich keinen Bock mehr auf den Scheiß hab. So. Zack. Und jetzt gehen wir Top-Lane-Gang. Coming for Top-Lane-Gang. Bin unterwegs, Burdi. Go. Go, 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 go. Ich bin Victor, boah, ich bin auch schnell, so ein bisschen, ne? Go, go, mach doch was, Brudi. Hier, jetzt E, Pre, Q. Na, okay. Passt. Dafür nehme ich. Ah, okay. Mist. Ja, aber, ne, mein Garen ist auch so ein bisschen auf langsamem Fuße, sag ich mal. Hier für dich. Hier für dich. Wow. Sag mal, da gehe ich doch sogar hin. Ne, ein kluger Mensch will sagen, das ist eine Falle, aber. Ja, doch, keine Falle. Naja, ich bin ja auch klug, deswegen. Das hier ist aber eine Falle. Ha! So, jetzt machen wir den Gang. Shit. Okay, das war nix, aber machen wir es so. Brudi, du. Alter, was ist denn das für ein Garen? Ja, mit so einem Personal kann ich nicht arbeiten. Er muss ganz kurz eine Sekunde tanken und ich kill den. Ein. Nee, Leute, so kann ich nicht arbeiten. Nee. Nein. Nein. So. Zack. Gönnung. Shit. So, wie sieht's denn insgesamt aus? Schwierig, schmierig, glaube ich. Können wir hier ein bisschen irgendwas machen? Hier ist nochmal ein Punkt im Laser. Machen wir einen Laser durch. Schön. Hier, Bumerangwurf. Bumerang. Oh, Laser. Und jetzt gib mir den Laser. Okay, Smite drauf, Auto-Tech Q. Nice. Na, das ist die Smite drauf, Auto-Tech Q-Kombination. Müsst ihr euch merken, die ist wichtig. Die wird euch in eurem Leben noch viel bringen und helfen. Hier muss ich, das ist klug, weil Nautilus kauft mir so viel Zeit, dass ich hier die Papageien nehmen kann.
Das war gute Arbeit. Weißt du, dann kommt der Miss Pink. So, ich meine, Brudi, was soll ich da tun? Was soll ich da tun, Brudi? Tell me. Ich glaube, wir upgraden jetzt nochmal den Stab eben einmal. Weil dann gibt unsere Q, glaube ich, Movement Speed. Ist das korrekt, Regie? Können wir da bitte, okay. Aha, okay. Die Regie versteht nicht, was da steht. Gut. Punkt rein. Transferimento Aument. Ah, Dell 60%, Receive 30. Ja, ja. Also wenn Victor 60% Bonus hat, dann kriegt er 30% schneller. Ne, er klaut 60% und wird um 30% schneller. Ne, ich glaube, sein Schild ist um 60% stärker, aber er klaut 30%. Ach, ich weiß es nicht. Wir werden es testen, Freunde. Wir werden es testen. Hier, Testwurf. Wir sind schneller, glaube ich. Oder? Ja. Testwurf 2. Oh, Boys. Ach, das war unser Garen. Oh, shit. Ich dachte, es wäre ein gegnerischer Garen gewesen. Da weiß man ja auch nie, ob die Garens zu einem gehören. Okay, hier, Q. Okay, gleich, ich bin tot. Ich mache noch Ult. Und dann bin ich hier raus. Meine Ult ist da. Sie killt jetzt alle. Okay. Macht ihr überhaupt Schaden? Das war blöd. Alter, unser Garen ist 04. Aber er spielt auch so, als wäre er 04. So, was machen wir jetzt? Wir brauchen Schuhe, wir sind langsam. Was können wir hier mitmachen? Nischt, gut. Nischt. Daxil wäre cool, aber kein Geld. Also doch, für Daxil, aber ich krieg kein Geld und so. Wie hat er den Kill gemacht? Pass auf, wir gehen jetzt, wir verkaufen das jetzt. Das ist quasi wie so eine Wertanlage. Und jetzt kaufen wir uns Magic Pen. Schön. Tripla Uccisione? Lo scudo di transferimento energetico aumenta der 60% e Victor receive bonus 30. Streich die alla velocity di movimento speedo per secondi. Also. Ich werde auf jeden Fall 30% schneller, aber was sind diese 60%? Muss der Gegner erst auf 60% runter sein oder so? Hier. 60% Wurf. Shit. Laser. Autotech. Ja, Laser! Brr, und ja! Outplayed, Boy. Ja, schwierig. Hier ist nochmal Outplay Laser. Q. Out. Ja, Oh, ich guck. Pass auf, wir machen jetzt den Lunz. Und jetzt. Okay, schade. Schade. Wir haben aber gleich wieder Ultimate, Leute. Oh, die machen irgendeinen Drake. Air Drake. So, einmal da durchgelasert. What? Stopp! Nein, hier! Weißt du, ohne Witz, das ist wie so ein Pokémon-Fight. Da kommt einfach so ein wildes Shen über dem... Wieso war er überhaupt hier oben? Wieso? Kam er von... War er hier und ist hier lang, oder? Ich glaube, er war hier und hat sich so gedacht, boah, die beste Idee, diesen gigantischen viktorianischen Spieler zu getten, ist hier rum, hier, da lang, hier... Hier und dann nach dahin. Und dann hier rüber. Okay, was kaufen wir jetzt? Ich würde sagen, Attack Speed wäre jetzt gut. Habe ich so im Gefühl. Das sagt mir mein Gefühl so ein bisschen. Weil wir auch noch ein bisschen mehr AP bräuchten. Aber dafür können wir den Stab upgraden. Oder nicht. So, wir müssen auch mal kurz durch den Jungle hier wieder fliegen. Ah, Grage ist Level 8. So, nehmen wir nochmal hier kurz ein bisschen was mit. Galio Teleport? Ne, Garen Teleport. Ich weiß nicht, ob man da jetzt für teleportieren musste, aber... ich werde da jetzt keinen Fass aufmachen. Aber Leute, ne, wenn Shen macht ungefähr pro Minute 1,4 Schaden. Dafür braucht ihr nicht gleich, wenn der Turm volles Leben hat, zu teleportieren. Aber ist okay. Ich mach da jetzt kein Fass auf. So, guck mal, wir haben jetzt noch den Cage geskillt, finally. War ein Missklick, leider. Nee, für den Moment wäre, glaube ich, gut gewesen, aber... Ja, Leben ist hart. Leben ist hart. So, Jungle Clear hat performt. Jetzt nehmen wir noch Fix Taunty mit. Dann gucken wir, ob wir... Wir müssen jetzt mal was ganken, Leute. Wir sind schon, ne, hier schon lange nicht mehr gegankt. Hier, guck mal, das ist perfekt. Jetzt, ja... Ich guck zu. Hier, QE. Ja, ich nehme den Blitz.
Bei Blitz, da bin ich drin. Und eine Ulti. Ultimate könntest du... Ah, ja. Ja, aber Leute, der Garen, also seriously, der ist halt... Also der Garen, der ist halt... Würde mich nicht wundern, wenn er einen deutschen Namen hat. Okay, Raphael war es, ja. Ja, ich weiß nicht, Leute. Der ist ein bisschen... Shit. Kann ich den hier noch fix haben? Oder ist das verboten? Okay, ich würde helfen. Hier würde... nee, ich bin raus. Ja, nee, das... Nee, also Leute. Also ihr könnt mich einen Quicksilver nennen. Ja, aber... Leute. Was... Leute. Also da sind... My hands are tied. Mir sind die Hände gebunden. Guck mal, wir können jetzt... Vielleicht werden... Ich glaube, wir gehen Trinity. Trinity wäre insane, Leute. Trinity Victor? Broken? Ich glaube, Trinity Victor wäre actually super broken. Guck mal, wie wir den böllern, den Boy hier. Brä? Ne, jetzt pass auf. Frä. Jetzt. Oh, schade. Wir müssen aufpassen. Okay, es sind viele in der Mitte. Hier, Q. Auditech. W. E. Smite. Q. Frä. Ja, knapp. Leider kein Mana mehr. Ist ein Blubber für jetzt geil. Ja, wir können den Tower ein bisschen pushieren. Ne, einmal schön pushieren. Ich will einmal umdrehen. Swag! Brr! Ne? Der viktorianische Fullsieg. Boah! Was? Hey, ich. Welcher. Da kam noch 21 Damage. Irgendwer von diesen. Von diesen kleinen Ludolfs hat so einen Knetball auf mich. Oh, come on. Ach, komm. Come on. Okay, passt auf. Guck mal, jetzt haben wir Sheen. Jetzt haben wir CDR. Jetzt brauchen wir noch den Hammer. The Hammerschen. Und wenn wir den Hammer. Dann. Leute, das wird broken. Leute, das wird broken. Und dann gleich noch eine Sonnenfeuer dabei. Dann. Oh. Also, okay, ich weiß nicht, ob Sunfire oder eine Warmox oder irgendwie sowas. Komm, wir machen jetzt nochmal einen Punkt in die Q, weil die Q, die knallt halt, ne? Die ist schon gut. Ja, okay, also die könnte mehr knallen, wenn ich mehr AP hätte, aber. Na, ja, schon okay. Ja, wir haben jetzt auch Sheen. Ne? Fulgore in Fachkreisen auch genannt. Ein schönes, saftiges Fulgore. So, guck mal, wir sind 6-4. Das ist okay. Also, ne, ich hätte auch 6-1 sein können, aber... Na, ich muss ja auch gewisse Szenarien euch zeigen. So, guck mal, jetzt gehen wir hier durch den Jungle nochmal geflogen. Brä. Zack. Guck mal, wir wollen nicht mal mehr smiten. Ist das ein Träumchen? Na, Victor wurde ja generell gebufft. Ich weiß gar nicht. Ihr könnt ja gerne sagen, findet ihr Victor ist jetzt insane oder so? Kann ich das Schild mit meiner W wegmachen? Nein, okay. Okay, jetzt haben wir ihn outplayed. Jetzt machen wir Smite drauf. Q, Chasen, Auditech. Und jetzt geht's los, Leute. Auditech, Q. Jetzt will er hier genau das machen. Das wusste ich. Ultimate, Q. So, und jetzt weggelaufen. Jetzt weggelaufen, ihn da oben eingefroren. Q, hä? Aber, hä? Ja, aber Leute, ist auch... Ne, das, hä? Er ist halt full im R. Guckt euch das an hier. Wie viel MR hat der Lord? 140. Also, ne, also 140er. Jeder andere wäre, und er, na gut. Akzeptiere ich soweit, aber, nee, eigentlich, nee, das war, nee. Hat er ja mehr Level als ich? Ja, guck jetzt, der war vorher auch schon 13. Level Advantage. So, machen wir, ja komm, machen wir mal ein bisschen HP, oder? Ein bisschen. Ein bisschen AP. Ich muss übrigens nochmal hier an dieser Stelle sagen, ja, ich weiß, es ist ein Uncut, aber die Leute, die sich dieses Uncut angucken, ich habe da viel mehr Relation jetzt zu Uncut. Also, früher, da habe ich zwar so, also, weiß ich nicht, ich gucke im Moment auch super gerne. Also, ich weiß nicht, es gibt ja zwei Gruppen. Es gibt die einen und es gibt die anderen. Das kann man immer grundsätzlich sagen. Hier, guck mal, das, zack. Oh Mann, ich wollte den haben. Aber, ich zum Beispiel, ich gucke jetzt jeden Abend, bevor ich schlafen gehe, mir irgendwas, so was eine Stunde angeht, an. Meistens ist das irgendwas, ne, auf irgendeinem Stream oder so. Aber, also, ja, ne, ich freue mich, ey, hier, cool, 40 Minuten, ey. Und das ziehe ich mir rein, zum Schlafen gehen, cool. Ist eigentlich insane, das habe ich damals noch nie so gedacht. Meine Augen wurden geopend. Also, ich feiere das zum Beispiel. Aber das heißt nicht, dass es jetzt immer Uncut gibt. Das wollte ich damit nicht sagen. Ich wollte nur sagen, dass ich jetzt ein bisschen das auch verstehe. Weil damals, muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht so verstanden, dass sich Leute überhaupt Uncuts angucken und so. Aber mittlerweile
My hands and eyes are opened. Guck mal, wie wir pushen. Oh, die machen Baron, Leute. Aber wir gehen Botlane durch. Wir müssen... Mein Team muss das interruptieren und ich kann hier Baron durchgehen. Können wir den töten? Komm, töte ihn. W. Q. Ah, keine Q. Shit. Reicht ihr wenigstens den Baron ab? Ich glaube nicht. Shit. Und ich glaube, der Lucian kommt da nochmal? Potenziell. Ich würde ihn fighten. To be honest, ich glaube, wir können, aber nur unter optimalisierten Bedingungen. Okay, Baron wird abgebaut, sehr gut. Dann können wir jetzt auch Trinity fertig machen. Guck mal, wir haben sogar einen Teleport. Lol. Leute. Gut. Nehmen wir den mit. Wodurch habe ich mich so krass geheilt? War ich nicht gerade tot? Was heilt mich denn? Achso, mein. Heilt es auch für Zauber? Das Strangle Item? Keine Ahnung. Ja, cool. Trinity ist ready. Und jetzt brauchen wir noch ein Tank-Item, Leute. Ein Frosthammer. Okay, meine Spells... Naja, ich glaube, wir graden jetzt erstmal das ab, diesen Stab ab, weil ich glaube, meine Spells slowen dann sowieso, wenn ich die W habe, ne? Dann brauchen wir auch nicht slowen. Dann können wir einfach Full-Tank gehen. Ich sag euch, das ist jetzt beyond broken. Jetzt machen wir hier so eine... Brä. Zack. Na, immer noch durchgelaufen. Das neue Format, durchgelaufen. Kappa. So, jetzt nehmen wir noch eben fix den Blue Buff, würde ich noch mir eben einverleiben. CS, wir sind Level 14 jetzt, Leute. Das ist Jord. Ich würde mich auf Galio Rematch sehen. Auf ein schönes Rematch würde ich mich sehen. Guck mal, jetzt machen wir den Cage Cube. Zack. Können weglaufen, durchgelaufen und weg. So, Frage ist, pushen wir eben unten durch oder gehen wir näher? Komm, wir fighten jetzt, Leute. Wir gehen jetzt fighten. Ich habe jetzt richtig viel gefarmt. Wir gehen jetzt fighten. Go. Garen, go. Garen, go. Garen, go. Go. Gleich werde ich gegrabt. Ah! Go! Irgendeiner. Ja, jetzt ein bisschen schwierig. Jetzt stehen wir alle doof, aber go. Okay, Ultimate ist drin. Smite. Auto-Attack. Q. Auto-Attack. Laser. Minus 1. So. Auto-Attack. Q. 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 Auto-Attack. Laser. Q. Auto-Attack. W. Zum Zone. E. Q. Auto-Attack. Ja, macht guten Schaden. Kurz Zeitüberbrückung gemacht. Weglaufen. An einem Grump hochheilen. Q, das ist der Stärke an von Ding. Ein bisschen haben wir uns geheilt. Ein bisschen, aber nur ein bisschen. Okay, E. W. Au! Okay, war gut. Glaube ich. E. 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 Ah! Okay. Den würde ich würde mich aber hier sehen tatsächlich in diesem Szenario. In diesem Szenario können wir für den Kill gehen, weil das so ist. Komm her, Brudi, komm. Okay, er will nicht. Akzeptiere ich dann soweit. Wenn er nicht möchte, dann kann man da nichts machen, Leute. Also, Leute. Guck mal, jetzt machen wir noch den Stab, glaube ich. Den müssen wir noch zweimal oder einmal? Zweimal noch, ne? Ult und Ding. Ult wird nicht automatisch, wenn man alle hat, ne? Also, ne, cool. Einmal noch. Okay, passt. Ne, okay, das meinte ich. Wenn ich W habe, habe ich auch Ult. Cool. Okay, und jetzt müssen wir Tank gehen. Warmox, höre ich gerade. Kommen wir mit Warmox auf genug Damage, Ding-Teile? Auf HP, meine ich, mäßig, Ding? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wir kaufen nichts. Gut. Vielleicht wäre auch eine Rüstung, eine Deadmans cool. Also, meine Ult ist jetzt, glaube ich, was macht die nochmal? 25% schneller und meine W slow, also ich slow jetzt mit allen meinen Spells. Ist das korrekt, Regie? Könnt ihr mir das bitte übersetzen? Ist korrekt. Okay, cool, danke. Gut, schön. Schön! Jetzt können wir nämlich hier gehen. Passt auf, was wir jetzt machen können. Wir machen jetzt hier eine Q drauf und jetzt ist er geslowt. Guckt euch das an, wie langsam er ist. Guckt es euch an, wie insane broken. Jetzt machen wir so. Haben ihn gekillt und jetzt chasen wir. Ich brauche irgendwas zum schnell laufen. Ich muss schnell Lord Victor sein. Jetzt chasen wir da einfach blind rein. Zack. Ah! Q, aber wir sind nämlich Victor. Wir laufen einfach weg. Okay, das war ein bisschen gefährlich. Kann ich mich, wir brauchen Gunblade, ich muss mich mit irgendwas heilen, Leute. Gibt es außer Gunblade, womit man sich, also nur ein AD-Item, ne? Ja, schwierig. Der hat Bock, das ist gut. Jetzt machen wir nämlich so, laufen kurz weg, laufen, gehen wieder hin. Ich glaube, er killt mich, bevor ich meine Q rauskriege, oder? Kriege ich das Schild sofort? Hier, er will mich noch, ich weiß, dass er mich will. Komm, du willst mich, Brudi. Jetzt Q, solo. Habt ihr gesehen, wie ich ihn zerschmettert habe? Jetzt machen wir eine schöne E hier rein, Q. Rennen weg. Rennen noch weiter weg. Zack, zack. Wir sind halt der flotte Tobi. Guck mal, auch die Q ist immer ready. Immer ready ist die. Guck mal, nehmen wir jetzt sogar gleichzeitig den Taunty mit. Löschen alles und sind einfach der beste Spieler im Team. Was soll ich sagen, Leute? Wir sind so gut, dass wir einfach auch schon mal hier weiter chasen können.
Guck mal, wir haben einen Oceanbreak. Eigentlich reicht es als Heilung, oder? Komm, werd langsamer. Ja. Hier ist eine E. Die ist laut. Oh, die ist laut, weil die einfach insane ist. Hier, eine E. Ah, okay, nee, Moment. Geil! Geil! Bloodestructor Destructor. Guck mal, Lucian, der kann doch nichts, der Lunz. Hier, Lunz! Brä! Und wegrennt. Und jetzt wird er gekillt und muss weglaufen und wir können den Tower machen. Und mein Ulta-Ding gefinisht. Schön. Insane. Jetzt können wir W-Auditech machen für Trinity. Oh, ja. Hier ist ein Slow. Guck mal, aber das ist schon krass mit dem Slow. Und dann jetzt wieder so. Guck das mal an. Das ist schon insane. Oh, ich habe keine Mana mehr. Hilfe. Okay, cool. Ich glaube, die wollen mich nochmal, aber... Nö. Ja, okay. Können wir jetzt echt nicht enden? Ich dachte, wir machen jetzt dicht, Leute. Nehmen wir an, dieser Bild wird bald in die LCS kommen, was schon wahrscheinlich ist. Was würde jetzt diesen Bild abrunden? Ich höre gerade Death's Dance. Heilt das nicht sogar jetzt aus allen Quellen? Ist das nicht neu gewesen? Heilt aus allen Quellen? Okay. Death's Dance wäre wahrscheinlich, aber irgendwie das tankige Stay cool. Schöne Runde. Schöne Runde. Ich glaube, ich kriege leider nur plus 16 oder so. Ne? LP-mäßig ist es leider nicht das meiste. Wen honoren wir? Ich würde sagen, wir honoren. Ja, der Gasseding, ne? Der Gasseding war ganz nett. Punkte haben wir plus 17. Schön! Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Sagt mir gerne, ob ihr geil seid oder nicht. Auf Wiedersehen und tschüss.